Heute startet der Verkauf der Bose Soundring Revolve mit 360 Grad Sound. Hat die Revolve etwa das Potenzial, der Soundlink Mini den Rang abzulaufen? Wir finden es zusammen im Unboxing raus nach dem Intro. Darf ich vorstellen, die Soundlink Revolve. Bose typisch in einer recht stylischen Verpackung, die wir nun aber erstmal von der Folie befreien. Auf der Vorderseite ist das Produktbild der Revolve abgebildet, auf den Seiten jeweils nur der Bose-Schriftzug. Auf der Rückseite finden wir eine Kurzinfo über die Funktionen in diversen Sprachen sowie den Lieferumfang in einem kleinen Bildchen. Unter dem weißen Schieber erwartet uns eine schlichte schwarze Pappverpackung ohne jegliche Aufdrucke. Guten Morgen! Na, auch schon wach? Das ist sie also, die Revolve. Sieht erstmal ganz schön klein aus, gerade mal einen Tick größer als eine 0,33er Cola. Die Qualität gefällt sofort beim ersten Anfassen. Der Korpus ist aus Aluminium gefertigt und farblich in mattem Anthrazit gehalten. Der Lautsprecher wirkt dadurch sehr massiv. Unter der Schutzfolie verbirgt sich die Steuerung. Dieser Teil ist gummiert und die einzelnen Tasten sind leicht versenkt zur besseren Ertastung. Auf der Unterseite haben wir ein Anti-Rutsch-Pad für den sicheren Stand sowie ein Gewinde für Halterung oder Stative. Auf der Rückseite finden wir die Anschlüsse, einmal Micro-USB und einmal der AUX-Anschluss. Ryan Little. Schauen wir mal, wo sich das Zubehör versteckt. Ein Kunststoffeinsatz hält die Revolve sicher in der Verpackung. Unter dem Schriftzeug finden wir dann auch endlich, ganz hinten im Bus, das Zubehör. Das war es auch schon, mehr ist nicht dabei. Zum Lesen gibt euch Bose auch was mit, nämlich Informationen zur Produktregistrierung, wer das gerne möchte, Anleitungen in verschiedenen Sprachen liegen bei und natürlich Safety First, die Sicherheitshinweise. Hier haben wir das USB-Netzteil und ein deutscher Stecker dafür liegt natürlich auch bei. Als Ladekabel gibt es von Bose ein Micro-USB-Kabel dazu. Das war es dann an dieser Stelle auch schon mit meinem Unboxing. Ich werde mir die Revolve jetzt ausgiebig anhören, testen und euch dann in einem ausführlichen Video darüber Bescheid geben. Stellt mir hier unter dem Video gerne Fragen zur Revolve, diese beantworte ich dann in meinem Review. Ich bin Marc vom M1M Tech Channel und empfehle mich. Adios!